Ja, herzlich willkommen live aus dem Geno-Haus. Wir sind im 11. Stock und wir haben das spannende Thema der Mini-Roadshows, nämlich das Thema der genossenschaftlich getragenen Quartiersentwicklung. Wir knüpfen damit an die Roadshows aus dem Sommer an und wir haben Gäste eingeladen. Und heute zu Gast ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und ganz, ganz herzlich darf ich begrüßen hier an meiner Seite Stefan Anders. Herzlich willkommen von der DGNB. DGNB, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, nachhaltiges Bauen ist heute unser Thema in der Mini-Roadshow und Agenda 2030, Nachhaltigkeit, ist ja tatsächlich in aller Munde. Mhm. Geben Sie uns doch einen Einblick. Was macht Ihre Gesellschaft? Was verbirgt sich hinter dem Titel, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen? Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, gerne. Also die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Wir sitzen hier in Stuttgart, sind ein Verein mit rund 1200 Mitgliedern von Einzelpersonen, aber auch über Architekturbüros, größere Projektentwickler und ganz großen Konzernen, die natürlich alle irgendwo Immobilien haben und sich damit beschäftigen, wie sie die nachhaltiger, klimaneutraler und so weiter machen. Als Verein arbeiten wir so auf politischer Ebene, versuchen da einfach Einfluss zu nehmen, wenn es ein neues Energiegesetz gibt, dass wir da einfach nochmal einen Kommentar dazu abgeben, dass wir versuchen, das Thema Kreislaufwirtschaft zum Beispiel zu stärken allgemein und versuchen da auf der Ebene aktiv zu sein. Haben aber auch zahlreiche Arbeitsgruppen, wo man sich einbringen kann, wo wir zu Fachthemen dann einfach auch nochmal ein Positionspapier entwickeln oder eben auch Kriterien definieren, was man zum Beispiel unter einem klimaneutralen Gebäude verstehen mag. Das ist ja, wird momentan auch so herumgeworfen, der Begriff, und jeder versteht was anderes drunter, und da haben wir eben auch mal sagen einen Standard dafür gesetzt. Das machen wir als Verein. Darüber hinaus haben wir auch eine Akademie, wo wir zu diversen Themen schulen, die das Thema nachhaltige Bauen betreffen, also das Thema Holzbau zum Beispiel, Klimaschutz und klimaneutrales Bauen ist gerade so ein akutes Thema, wo wir uns ganz stark mit beschäftigen. Und auch eine Hochschulkooperation zum Beispiel auch pflegen, wo wir mit über 70 Hochschulen in Deutschland kooperieren und denen kostenfrei eben Inhalte zur Verfügung stellen. Mhm. Ganz wichtig für uns vielleicht noch, das auch noch erwähnt, um Nachhaltigkeit in die Praxis zu bringen, ist unser Bewertungssystem, Zertifizierungssystem. Das muss man sich vorstellen, das ist ein Katalog an Anforderungen, an Kriterien. Für Gebäude sind das 35 Kriterien. Da geht es um Barrierefreiheit, da geht es um soziale Aspekte, aber natürlich auch über Baustoffe, Materialien, Energie, sehr ganzheitlich und vielfältig. Das Ganze gibt es auch für ganze Quartiere, so ein Kriterienkatalog, wo wir dann eben umgesetzte, gebaute Beispiele mit bewerten und dann am Ende sagen, okay, das hat jetzt das Label, wir haben da drei Stufen, Gold, Silber, Gold und Platin ist die höchste, das hat die Auszeichnung verdient und das verleihen wir als Qualitätssicherungsinstrument sozusagen. Und als Anerkennung dafür, dass man dann auch tatsächlich der Nachhaltigkeit gefolgt ist. Genau. Sehr, sehr spannend, also ein Riesenthemenbereich, was Sie abdecken mit den Angeboten. Mhm. Und wir sind natürlich aber auch besonders gespannt, einmal einen Blick reinzunehmen. Sie nannten es schon, Sie sitzen in Stuttgart und wenn ich richtig informiert habe, haben Sie auch uns, den Zuschauern, einen Film mitgebracht. Vielleicht wollen wir uns den kurz anschauen. Genau, gerne. Also das ist ein Film, den wir gemacht haben, für die wo wir nominiert wurden für den Umweltpreis in Baden-Württemberg. Von dem her geht es ja speziell darum, was wir als Gesellschaft in unseren Geschäftsräumen machen. Und genau, schauen wir gerne mal rein in den Film. Ja, dann sagen wir doch Film ab. Der Stuttgarter Talkessel. Hier in der Landeshauptstadt hat die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, kurz DGNB, ihren Sitz. Nachhaltigkeit ist ihr Thema. Die Mitarbeitenden kommen mit dem Rad oder dem ÖPNV ins zertifizierte Büro. Ob Innenausbau oder Büromaterialien. Im Umweltleitfaden der DGNB wird das betriebliche Umweltmanagement des Vereins definiert. Die Räumlichkeiten, ein Living Showroom, den jährlich etwa 2000 Interessierte zu Veranstaltungen oder Infozwecken aufsuchen. In einem angenehmen Klima. Und viele Objekte sind aus recycelten Materialien, die am Ende einfach entsorgt werden können. Hier gilt auch Mehrweg statt Einweg. Seit unserer Gründung vor 11 Jahren setzt sich die DGNB aktiv für die Themen Umweltschutz und Klimaschutz ein. Vor dem Hintergrund ist es uns sehr wichtig, dass wir hier auch eine Glaubwürdigkeit haben, indem wir bei uns in der Geschäftsstelle als Vorbild agieren. Alles, was wir tun, wird unter den Prämissen der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes umgesetzt.
Ökologisches Handeln aller in einer offenen Atmosphäre. Das ist, was die Nachhaltigkeit der DGNB-Geschäftsstelle auszeichnet. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Eindruck bekommen davon, wie es bei Ihnen aussieht, also Nachhaltigkeit, wie Sie das Ganze dann auch zum Erleben erweckt haben. Sagen Sie nochmal, wie kommt es bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder bei den Gästen, die Sie bei sich im Haus haben, an? Also damals, wo wir vor 5 Jahren umgezogen sind, haben wir natürlich geschaut, dass wir auch in ein DGNB-zertifiziertes Gebäude kommen. Da gibt es in Stuttgart ein paar, aber natürlich noch könnte noch ausgebaut werden. Das ist von uns zertifiziert und wir haben damals so einen Wettbewerb unter unseren Mitgliedern ins Leben gerufen, den Innenausbau zu machen und eben haben alle unsere Baumaterialienhersteller gefragt, ob sie uns da unterstützen können, spannende, innovative Materialien einzubringen. Diese grüne Wand oder die Teppichfliesen sind zum Beispiel von dem Hersteller, der nutzt Fischernetze, die sie aus dem Weltmeer rausfischen und macht dadurch das Produkt, bereitet es auf und stellt eben diese Teppichfliesen her. So haben wir versucht, so einen Living Showroom eigentlich zu gestalten, wo man sich ein paar Sachen auch anschauen kann, die auch wirklich heute schon machbar sind, wo es schon Produkte für gibt. Und so nutzen wir das auch. Wir haben mittlerweile über 5000 Besucher gehabt, die sich das alles mal anschauen im Detail. Und den Kollegen geht es natürlich super. Ja. Also es macht Spaß, da zu arbeiten auf jeden Fall. Es ist sehr angenehm vom Raumklima her und auch von den Materialien. Man merkt, dass wir haben so eine Lehmputzwand zum Beispiel in Teilen auch drin, dass es auch für das Mikroklima verbessert wird. Und ja, alles prima. Also so stellen wir uns eigentlich modernes Arbeiten vor und auch in allen unseren anderen Projekten finden Sie ähnliche Umgebungen. Klasse, und man kann es dann auch live vor Ort dann auch anschauen und sich dann auch mal inspirieren lassen. Also sah filmtechnisch super aus und bestimmt eine tolle Atmosphäre dann auch drin zu arbeiten. Und Sie sagten es gerade jetzt auch mit dem Thema, Sie schauen natürlich, Sie zertifizieren und Sie schauen natürlich bewusst auch, wo gehen Sie hin, in welche Gebäude gehen Sie hin. Und vielleicht möchten Sie noch mal etwas zu Ihrer Zertifizierungsmethode sagen, was sich dahinter verbirgt. Zertifizierung ist ja oftmals so ein abstrakter Begriff, dahinter verbergen sich Kriterien. Aber vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wie so eine Zertifizierung abläuft. Was hat man davon und was muss man sich dahinter überhaupt vorstellen? Ja, also eine Zertifizierung für uns ist das auch ein Mittel zum Zweck. Schlussendlich geht es darum, mehr Qualität, mehr Nachhaltigkeit in die Gebäude reinzubringen. Und vor 10 Jahren, wo wir gegründet wurden, gab es eben auch die Diskussion um ein nachhaltiges Gebäude. Jeder hat was anderes darunter verstanden. Für den einen war es energieeffizient, für den anderen war es besonders in Holzbauweise errichtet, ganz ökologisch. Und wir haben sozusagen damals uns zusammengefunden mit allen Mitgliedern und haben gemeinsam diskutiert, was eigentlich für ein nachhaltiges Gebäude wirklich relevant ist. Und dann eben auch, wie man es messen kann. Das ist eben das Spannende dann. Also wenn es darum geht, CO2 als Schlagwort eben auch einzusparen, muss man eben auch erstmal definieren, ja, wie bewertet man, was kommt damit rein, was lässt man draußen, lässt man Mobilität, ist es ein Teil davon oder nicht? Nur so als Beispiel. Und das haben wir eben konkret runtergeschrieben in Form von diesen Kriterien. Das ist auch ein umfassender Katalog, den kann man sich auf unserer Homepage herunterladen vom Prinzip her. Und wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, sein Gebäude zu zertifizieren, dann meldet er das zum einen mal bei uns an und dann sucht er sich einen von uns ausgebildeten Auditor. Da gibt es an die 1000 Stück in Deutschland, die sich sozusagen dann eine Zusatzqualifikation erlangt haben und die beraten dann das Projekt, sind dann bei dem Projekt mit dabei, bei der Auswahl der Materialien, aber auch bei der Ausschreibung dann von den Materialien, die Findung von den geeigneten Handwerkern und so weiter. Das macht alles der Auditor. Der überwacht das auch dann, die Qualität auf der Baustelle, dass auch wirklich die Produkte, die dann ausgeschrieben worden sind, auch eingesetzt werden. Dokumentiert das alles, bereicht es bei uns ein und wir verleihen dann am Ende dieses Zertifikat. Was hat man davon? Das ist so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Also wir haben klassisch Projektentwickler zum Beispiel mit als Kunden, die ein Gebäude dann zertifizieren, um das dann eben zu verkaufen, um zu zeigen, dass das, was versprochen worden ist, ein nachhaltiges Gebäude dann auch wirklich drinsteckt. Wir haben aber auch viele Eigennutzer, größere Unternehmen, die sagen, sie machen das, um einfach auch zu zeigen für ihre Mitarbeiter, dass es einen Mehrwert hat, da zu arbeiten, eben nicht nur, sagen wir mal, die Arbeitsbedingungen, sondern eben auch das Ganze, was drumherum irgendwie noch dazugehört und zeigen das eben damit. Und für viele ist es einfach auch eine Art Qualitätssicherungsinstrument, weil Sie werden es hier in der Roadshow, denke ich, auch erleben. Es gibt so viele diverse Themen, die zu berücksichtigen sind. Schlussendlich bedarf es irgendwann einer Orientierung, einer Landkarte, welche Themen man alle mit
in das Projekt reinbringen sollte, wo man auch regelmäßig dann auch immer noch mal draufschaut, wo man steht. Also so ist das System auch angelegt, dass man von Beginn an sich gemeinsam Ziele steckt, sagt, wir wollen ein besonders ökologisches Gebäude, was die Innenraumluft angeht, was aber auch den Energiebedarf angeht. Bei anderen Punkten, das ist uns vielleicht nicht so wichtig. Und dass man schlussendlich dann über den Projektzeitraum immer mal wieder guckt, wo steht man eigentlich und dann vielleicht auch nachjustieren kann. Und am Ende aber auch wirklich dann nochmal schaut, ob das, was ursprünglich versprochen worden ist oder was man sich als Ziel gesteckt hat, dann erfüllt wird. Und so dann viel. Die Roadmap anzupassen und zu schauen, wo gibt es vielleicht dann noch die ein oder anderen Stellschrauben, wo man vorher gedacht hat, das passt. Und jetzt mittlerweile vielleicht gibt es auch eine Materialinnovation, die dazugekommen ist, die vielleicht noch besser passt. Ja, das System ist da auch bewusst, sag mal, offen angelegt, dass wir versuchen, eigentlich nur Ziele zu stecken. Also wir sagen, wenn man es schafft, den CO2-Ausstoß von dem Gesamtgebäude, wir machen eine Ökobilanz über 50 Jahre, um 50% zu reduzieren, dann bekommt man die maximalen Punkte. Wie man es dann konkret erreicht bei einem Projekt, wollen wir bewusst offen lassen, um da eben auch Innovation zu fördern. Dass man vielleicht bei dem einen, der hat ohnehin schon eine super Fernwärmeversorgung, da muss man vielleicht an der Gebäudehülle gar nicht so viel machen. Bei dem anderen ist es nicht vorhanden und so gibt es dann eben immer projektindividuelle Lösungen. Super. Und wenn man sich das anschaut auf ein Gebäude natürlich, da ist die Komplexität sehr hoch. Wenn man das Ganze jetzt überträgt auf ein ganzes Quartier, wird die Komplexität vielleicht nochmal ein Stück weit höher. Was sagen Sie, wo sind die größten Potenziale jetzt auch gerade das Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit von Quartieren dann auch vielleicht zu befördern? Ja, ich glaube, auf jeder Maßstabsebene gibt es gewisse Stellhebel, die ganz relevant sind. Was auf Quartiersebene natürlich spannend ist, und so ist es unser System auch angelegt, dass wir da gar nicht so stark ins Gebäude eingehen, weil auf Quartiersebene werden ja erstmal der grobe Rahmen definiert. Und da geht es zum Beispiel auch um die Orientierung der Gebäude, dass die optimal eben Tageslicht dann auch verfügbar ist, zumindest bei den Wohngebäuden. Bei Bürogebäuden ist es vielleicht manchmal auch nachteilig, von dem her kann man da natürlich variieren. Von der Orientierung der Gebäude, die Kompaktheit der Gebäude wird definiert, natürlich auch die Freiräume an sich und schlussendlich erstmal auch die Lage, ne? Wo befindet sich das Quartier, wo ist die nächste ÖPNV-Haltestelle, nächste Kindergarten und so weiter. Also ich finde gerade die Quartiersebene ist eigentlich sehr viel relevanter noch im ersten Schritt, um sagen wir mal die ganz großen Hebel für Richtung Nachhaltigkeit zu legen, als vielleicht im Detail dann für das Gebäude. Weil wenn das Gebäude an einem falschen Standort errichtet wird, dann kann das noch so ökologisch sein. Wenn man dann immer nur mit dem PKW weite Strecken fahren muss, ist jede Einsparung auf Gebäudeebene dann über den PKW-Verkehr dann irgendwo auch wieder kompensiert. Sie schauen sich das dann gesamtheitlich an und beziehen alle Kenngrößen dann mit ein, um so eine Aussage, so eine Zertifizierung dann zu treffen. Genau, ja. Spannend ist natürlich auch jetzt gerade hier, wir sind in der Stadt, wir sind in Stuttgart gerade momentan, Zuschauer sind vielleicht auch im ländlichen Raum. Wie weit sehen Sie vielleicht auch Unterschiede, wenn es welche gibt, zwischen Stadt-Land-Quartieren, bestehenden Quartieren, Neubauquartieren? Können Sie da nochmal so ein Stück weit einführen mit dem Thema, okay, worauf muss man denn achten, also wenn es Unterschiede gibt? Ja, also Unterschiede gibt es ganz klar. Das Spannende jetzt, deswegen versuchen wir das eben auch, nur Ziele zu stecken, weil schlussendlich die Ziele, dass man jetzt eine nachhaltige Mobilität gewährleisten will beispielsweise, sind in der Stadt wie auf dem Land gleich. Aber natürlich sind da ganz andere Maßnahmen nötig, um das dann zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Gewisse übergeordnete Themen sind schon auch gleich. Aber klar, der ländliche Raum hat natürlich da ganz andere Herausforderungen, aber auch Potenziale, ne? Also gerade die Nutzung von Freiflächen zum Beispiel, Dachflächen für Photovoltaik angeht, ist im ländlichen Raum natürlich sehr viel einfacher. Oder Kombination mit Biomasse und solche Themen, was in der Stadt gar nicht denkbar wäre. Stadtklimatische Aspekte oder Grünraum, Biodiversität ist im ländlichen Raum auch einfacher herzustellen. Mobilität ist häufig ein Knackpunkt, wie man das auch nachhaltig gewährleisten kann im ländlichen Raum. Aber auch da gibt es durchaus Konzepte. Und wir bewegen uns da also sowohl im ländlichen Raum wie auch in der Stadt. Wir sehen da auch spannende Beispiele. Wir haben eine Kommune in der Nähe von Freiburg, was so zum Einzugsgebiet von Freiburg gehört, wo der Bürgermeister auch auf uns zugekommen ist und gefragt hat, hey, wir wollen jetzt ein neues klassisches Einfamilienhausgebiet planen, könnt ihr uns da unterstützen? Ja, machen wir gerne. Haben da auch mit beraten und schlussendlich hat das dazu geführt, dass wir so einen Diskussionsprozess in dem kleinen Dorf auch in Gang gesetzt haben, mal drüber nachzudenken, ist es wirklich das, was wir haben wollen an der Stelle? Diese klassische Einfamilienhausstruktur, oder können wir uns das auch anders vorstellen? Und über den Diskussionsprozess mit den Bürgern kam da jetzt wirklich auch eine Projektidee raus. Es haben sich da einzelne Baugemeinschaften auch gegründet. Ein viel urbaneres Quartier, also jetzt nicht so wie in Freiburg vielleicht direkt mit 5 Geschossen, aber sagen wir mal schon 2, 3 Geschosse.
eine viel höhere Dichte, eine viel höhere Nutzungsvielfalt in dem Quartier. Und die Bürger konnten sich das vorher einfach auch nicht vorstellen. Sie waren es auch nicht gewohnt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, teilweise einfach mal so ein Pilot zu starten, um zu zeigen, es kann auch anders aussehen und durchaus eine sehr viel höhere Qualität vielleicht am Ende auch haben, da zu wohnen, wie vielleicht anderswo. Mhm. Ist ja ein mutiger Schritt dann auch vom Bürgermeister zu sagen, er kommt auf Sie zu und sagt, ich lasse mich mal beraten und ich starte vielleicht etwas Ergebnisoffeneres, auch wenn ich vielleicht schon das ein oder andere so in meinen Einnahmen dann verplant habe, wie ich das Gewerbe oder das Wohnquartier dann auch tatsächlich nutzen möchte, ist durchaus ein mutiger Schritt. Spannende Frage ist natürlich, welche Erfahrungen machen Sie dann auch mit Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder mit den Verwaltungsstrukturen? Wir sind da gerade mit, ja, wir gehen innovativ voran, wir bauen das Ganze nachhaltig auf. Es gibt dann natürlich ein Baurechtsamt und ein Bauamt. Wie sind da so Ihre Erfahrungen, wenn Sie gerade mit so etwas Neuem dann auch auf die zukommen? Ja, also ganz klassisch, wenn man muss schlussendlich alle Leute irgendwo auch nochmal an den Tisch bekommen, zu einer relativ frühen Planungsphase. Das machen wir häufiger so, dass wir da wirklich auch mal sagen, mal einen Workshop organisieren, wenn es vielleicht ein erstes städtebauliches Konzept gibt für ein Quartier, wo wir alle Fachabteilungen da mal zusammenholen und nochmal draufschauen lassen. Dann sagt dann der Stadtklimatologe, momentan ist der Grünstreifen irgendwie geht von Norden nach Süden, aber an und für sich sind die Kaltluftströme eher von Osten nach Westen. Da sollte man eigentlich mal was anpassen. Dann kommt der Mobilitätsexperte und sagt, wir haben gute Erfahrungen gemacht bei dem Quartier, warum lassen wir uns doch das auch für das Quartier übertragen? Und ich glaube, das ist relativ wichtig, auf so einem frühen Zeitpunkt nochmal darüber zu diskutieren, wenn noch nicht alles fixiert ist und schon geplant ist. Und dann schafft man es eigentlich auch häufig, sagen wir mal, auch in den bestehenden Strukturen ganz innovative Projekte umzusetzen. Schlussendlich bedarf es meistens noch dem Bürgermeister oder zumindest sagen wir mal einen Abteilungsleiter von der Stadtplanung, der da irgendwie voll motiviert ist und dahinter steht und es auch mitträgt. Es bedarf es immer, um sowas durchzusetzen, dass die Spitze da auch mitzieht, ganz klar. Aber auch alle anderen, die an dem Projekt mit beteiligt sind, müssen da irgendwie für begeistert werden und für brennen. Und das erleben wir immer wieder, dass wenn man das eben früh mal alle zusammenbringt, dass das dann durchaus auch gelingt. Also Zeitpunkt zum Einstieg dann auch in so etwas ist elementar. Was sind noch andere Stellfaktoren, Hebel vielleicht, wo Sie sagen, diese Begeisterung, die kann man so mal ein bisschen entfachen. Haben Sie da noch andere Tipps, Tricks und Methoden, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ach, das könnte ich mir bei mir eigentlich auch gut vorstellen? Ja, also was wir zum Beispiel auch mit anbieten ist, wenn es einen städtebaulichen Wettbewerb oder sowas in der Richtung gibt, also wo mehrere Stadtplanungsbüros dann sagen ihre besten Ideen in den Ring werfen, dass man zu dem Zeitpunkt auch schon Kriterien definiert, um die Nachhaltigkeit ein bisschen besser messbar zu machen. Weil häufig ist es momentan so, es gibt dann 5 unterschiedliche städtebauliche Entwürfe, die von ihrer Gestaltung her werden die beurteilt von einer Jury. Aber die Nachhaltigkeitsthemen fallen da häufig so ein bisschen hinten runter. Ne? Dass man mal drauf schaut, wie ist denn wahrscheinlich der Energiebedarf von der einen Variante zu der anderen Variante. Das ist natürlich in dem Prozess noch relativ schwierig zu beurteilen, aber da gibt es Möglichkeiten, da ein paar Kriterien auch mit anzusetzen und das dann eben transparenter zu machen, sowas eben mit einfließen zu lassen. Eben die bestehenden Strukturen, weil klassisch einen Wettbewerb zu machen, das machen alle Kommunen bei größeren Projekten klassischerweise. Und da solche Sachen mit zu integrieren, also nicht versuchen, irgendwie komplett die Verwaltungsstrukturen auf den Kopf zu stellen, sondern einfach mit so kleinen Werkzeugen da Impulse zu geben, das vielleicht mal ein bisschen anders zu denken, das ist, glaube ich, ein sehr zielführender Weg. Oder natürlich auch, wie jetzt hier in der Region Stuttgart, solche Pilotprojekte wie die internationale Bauausstellung zu starten, wo schlussendlich auch alle sich erstmal einschwören auf ein Ziel, da was Innovatives, was Neues zu machen. Und das kann durchaus helfen, da auch die Bürger mitzunehmen und da vielleicht auch sowas zu realisieren, was ohne diesen Rahmen gar nicht möglich wäre. Also einen Projektanlass schaffen und dann vielleicht eine IBA, vielleicht aber auch ein anderes Konstrukt dann zu nutzen, was eh schon da ist, vielleicht einen Wettbewerb dann auch zu nutzen. Manchmal ist es auch einfach so, dass man eine Veranstaltung mal macht zum Thema nachhaltiges Bauen, was kann man sich da darunter vorstellen und dann erstmal die Leute vielleicht in der Gemeinde findet, die dafür brennen und mit denen gemeinsam dann irgendwann ein Projekt zu realisieren. Und vielleicht auch lokale Unternehmer dann auch mit einladen, die das Ganze auch tragen. Irgendwo müssen natürlich auch die Materialien herkommen. Stelle ich mir persönlich natürlich auch spannend vor. Sie haben natürlich Mitgliedsunternehmen, die alle für das Thema auch aus einem Grunde dann natürlich auch brennen.
Und natürlich will man vielleicht auch lokale Strukturen dann auch stärken und dafür begeistern, dann auch sich diesem Thema zuzuwenden. Mhm, auf jeden Fall, ja. Also das ist auch ein Bewertungskriterium bei uns, dass man versucht, einfach mit lokalen Handwerkern, auch mit lokalen Baumaterialien und Bautechniken eben auch zu agieren, weil wir sagen, das ist ja, wenn man im internationalen Kontext schaut, sind häufig die neuen Gebäude, sehen dann sehr, sehr ähnlich aus, sind alles irgendwelche Glasfassaden und machen aber in den Klimatas, wo die dann errichtet werden, eigentlich gar keinen Sinn zum Beispiel. Und dieses lokale Bauen, aber auch innerhalb von Deutschland gibt es natürlich Traditionen, wo man sich ein paar Sachen von früher manchmal auch für neuere Gebäude noch übertragen lassen kann. Es lohnt sich da, sich manchmal noch mal ein bisschen mit der Historie dann auch zu beschäftigen an dem Ort. Mhm. Geben Sie mal ein Beispiel. Gibt es Dinge, die gerade momentan, wo Sie sagen, ach, das finde ich besonders innovativ, besonders interessant, war vielleicht früher mal interessant oder gab es früher noch gar nicht, hat man auch gar nicht dran gedacht, wo Sie sagen, das hat so ein Innovationspotenzial? Ja, ich meine, alleine schon dieses gemeinschaftliche Wohnen in einem Gebäude und mit dem Gewerbebetrieb, was früher klassischerweise auch in Stuttgart gab es mehrere Gebäude, wo in das Dachgeschoss die Rohmaterialien eingeliefert worden sind, das dann verarbeitet worden ist in dem Gebäude und unten verkauft worden ist. Also diese Nutzungsmischung auf kleinen Raum, ich glaube, das ist was man sich anschauen kann. Aber manchmal auch so ganz klassische Bautypen wie das Schwarzwaldhaus, ne, die dann oben in dem Giebel eine Luke hatten, wo die Luft durchströmen konnte und so zu einer natürlichen Belüftung in dem Gebäude geführt hat. Sowas ist durchaus auch vorstellbar, heute noch mit so Windtürmen zu arbeiten und da vielleicht auf eine mechanische Lüftung zum Beispiel dann auch gänzlich zu verzichten, sondern sowas eben mit einer natürlichen Lüftung zu machen. Mhm. Also das eine sind bautechnische Maßnahmen, die man dann nutzen kann. Das andere, aber Sie haben es gerade angesprochen, bringt uns natürlich zu dem Thema Quartier und natürlich auch genossenschaftliche Entwicklung. Also oben kommt das Material rein und dann wird es verarbeitet und unten wird es verkauft. Gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, Quartiersentwicklung, welche Rolle sehen Sie da im Bereich der Genossenschaften? Ja, Genossenschaften machen mir die Erfahrung, oder auch Genossenschaften, Baugemeinschaften, das können ganz spannende Projekte werden, ne? Weil es häufig dann so ist, wir haben zum Beispiel auch das Projekt Neckarburgen in Heilbronn, das wurde, glaube ich, vorhin auch schon mal adressiert, mit ausgezeichnet, weil man da über ganz neue Konzepte sich Gedanken machen kann. Da war es zum Beispiel so, dass die Grundstücke nicht an den Höchstbietenden verkauft worden sind, sondern an denjenigen, der das beste Konzept hatte. Und sich dann eben Genossenschaften, Baugemeinschaften drauf beworben haben, auf dieses Grundstück mit einer Projektidee. Man kehrt eigentlich das Prinzip um, wie es eben klassischerweise ist. Und es führt einfach zu sehr viel Diskussion in so einer frühen Planungsphase, wo man dann auch gucken muss, also wenn wir das Grundstück haben müssen, dann müssen wir da innovativere Wege gehen, dann müssen wir vielleicht eine zusätzliche Gewerbeeinheit im Gebäude integrieren, auch wenn wir das gar nicht genau vorhatten, oder müssen da Wohnraum schaffen für Flüchtlinge oder Sonstiges. Das ist total spannend und schlussendlich führt es auch dazu, dass wenn man sich über diesen ganzen Planungs- und Entwicklungszeitraum schon so intensiv miteinander auseinandersetzt, dass dann auch schon eine Gemeinschaft eigentlich entsteht. Und wenn alle einziehen dann in das Gebäude, dann ist da eigentlich schon so ein Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl da. Anders vielleicht wie bei einer klassischen Entwicklung, wo man gar nicht weiß, wer eigentlich unter einem oder über einen einzieht. Ich glaube, das hat eine ganz starke soziale Komponente. Und schlussendlich machen wir auch die Erfahrung, dass natürlich der Anteil, den klassischerweise der Projektentwickler dann vielleicht mit verdient an so einem Projekt, dann auch wegfällt und dann eben häufig dann eben auch in bessere Materialien gesteckt wird. Man hat dann einfach ein totales Holzgebäude mit ganz gesunden Materialien, die natürlich ein bisschen einen Tick mehr kosten, aber sich das dann eben so wieder refinanziert, weil man eben das nicht mit einem Projektentwickler baut, sondern einfach selber stemmt. Ein gewisses Risiko trägt, muss man natürlich auch sagen, ganz klar. Aber meistens geht es doch sehr positiv auf und in Tübingen, in Heilbronn, auch in Stuttgart gibt es mehr und mehr solche Modelle. Also es gibt Möglichkeiten, dann auch mal links und rechts zu schauen, wer hat das denn wie, wo gemacht. Und man kann sich dann auch bei Ihnen wahrscheinlich dann Beratung assistieren lassen, dann natürlich auch bei dem Vorhaben, wenn man sich in diese Richtung begeben möchte. Genau, wir haben unser Netzwerk da wirklich viele gute Kontakte, auch Begleiter, die sowas auch mit betreuen, so eine Entwicklung, Architekten, die spannende Projekte auch planen können, sehr ökologische Projekte. Und schlussendlich lohnt es sich vielleicht auch mal bei unserer Akademie reinzuschauen, wo wir eben einfach erstmal auch einen Überblick geben über die diversen Themen, die im nachhaltigen Bau eine Rolle spielen. Und nachhaltiges Bauen, Sie hatten es vorhin besprochen, das Thema dann auch Nahversorgung, also tatsächlich, wie weit sind die Wege, Stichwort Wohnen Plus dann auch in die Richtung schauend. Wie weit kommt das jetzt in Richtung Zertifizierung dann auch zum Tragen, dass gegebenenfalls genossenschaftliche Ansätze mitverfolgt werden? Haben Sie da Kriterien, die Sie mit aufnehmen, die Sie einfließen lassen bei der Vergabe von Zertifikaten?
Ja, also der Aspekt, dass die Infrastruktur, die um das Gebäude oder um das Quartier befindet, mit bewertet wird, spielt auch bei der Bewertung eine Rolle. Also umso besser das Quartier eingebunden ist, umso höher ist dann auch in gewissen Kriterien dann die Bepunktung. Mhm. Das ist schon mit integriert. Wir gehen sogar den Schritt bei der Gebäudebewertung, dass wir uns fragen, was leistet das Gebäude für einen Mehrwert für das Quartier? Mhm. Und das ist eigentlich eine total spannende Fragestellung, weil die wird häufig nicht gestellt. Mhm. Und wenn man sich das mal dann, wenn man sich dem Thema mal ernst nimmt, muss man sich natürlich dann Gedanken machen. Gibt es vielleicht eine Gewerbeeinheit, wo vielleicht ein Kindergarten drin sein kann in dem Gebäude oder zumindest mal ein Bäcker, wo irgendwo die drumherum wohnen, auch einen Mehrwert von haben. Und das ist auch eine Erfahrung, ist eigentlich auch naheliegend, dass wenn man natürlich irgendwo versucht, erstmal einen Mehrwert zu bieten, auch für die Umgebung, auch die Bewohner, die Anleger, die davon erstmal betroffen sind von so einer Baustelle, dann auch frühzeitig mitnimmt, dass natürlich die Akzeptanz dann auch viel, viel höher ist, ne? Und die das dann auch als ein Plus einfach aufnehmen, wenn da was Neues realisiert wird und nicht irgendwie als, ach, jetzt wird da noch eine Grünfläche vor meiner Nase vielleicht zugebaut, sondern hat auch da viele positive Effekte. Ja, und vielleicht sogar so weit, dass eine gewisse Vorfreude kommt, da kommt eine Baustelle, aber danach kommt vielleicht irgendwie ein gutes, ein schön getragenes Kaffee oder vielleicht eine neue Parkanlage und ich weiß, ich muss halt durch die Zeit der Baustelle dann auch hindurchkommen und vielleicht das ein oder andere an Widerstand dann auch abzubauen im Hinblick auf, was kommt danach. Genau. Klasse. Nachhaltiges Bauen, ein riesen Themengebiet. Es ist wirklich vielfältig und es sind ganz, ganz viele tolle Ansätze. Akademie haben Sie angesprochen, Sie haben eine Webseite. Mhm. Wir sind die 20 Minuten für die Mini-Roadshow zum Thema nachhaltigen Bauen sind wir jetzt zu Ende. Das heißt aber zu Ende nur hier vor Ort. Wir haben natürlich noch die Weiterführung im Netz. Das heißt, auf der Webseite finden Sie noch mehr Informationen, auch weiterführende Angebote dann von Herrn Anders und natürlich auch von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Besuchen Sie gerne das Netz. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, Herr Anders, dass Sie da waren. Gerne. Und damit geben wir zurück aus dem Genohaus. Einen wunderschönen Tag Ihnen noch vor dem Bildschirm. Auf Wiedersehen.